Hier sind 27 Minecraft-Hacks, die zu 100% funktionieren und dich zu einem echten Minecraft-Pro machen. Also schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende, um keine Hacks zu verpassen. Nummer 1. Wenn wir eine solche Vorrichtung bauen, dann können wir einen Cyborg in Minecraft bauen. Und zwar ohne Mods. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist einen großen Wächter so zu spawnen, dass er in dem kleinen Raum gefangen bleibt. Jetzt haben wir einen Cyborg erschaffen, der seine Augen in die Richtung bewegt, in der wir gerade stehen. So haben wir aus einem langweiligen Wächter einen Hybriden aus Tier und Maschine geschaffen. Nummer 2. Das ist ein Bett. Und zwar eins für Kinder. Zumindest sieht es so aus, oder? Das Bett und die Truhe sind nämlich viel kleiner. Mit einem Datenpaket, einem Buch und einem Rüstungsständer können wir unsere herkömmlichen Gegenstände schrumpfen, indem wir die Items in die Hand des Rüstungsständers legen. Mit dem Buch können wir das Bett jetzt so verschieben, dass es an der richtigen Stelle landet. Und so haben wir dieses Mini-Bett und die kleine Truhe ins Spiel gebracht. Wusstet ihr, dass man das mit Rüstungsständern machen kann? Schreibt's mal unbedingt in die Kommentare. Nummer 3. Schalten wir hier das Licht ein, wird es hell. Aber wir sehen die Lichtquelle nicht. Das ist auch so gewollt. Wenn wir nämlich einen grauen Teppich auf den Faden legen, verschließt der Teppich die Decke, so dass die Lichtquelle verborgen ist. Aber das Licht den Raum trotzdem dabei erhält. Diese Methode ist perfekt für indirekte Beleuchtungen. Nummer 4. Das ist ein geschnitzter Kürbis. Das ist eine Kürbislaterne. Und das ist mein riesiges Kürbis-Nether-Portal. Ich habe diesen Kürbis natürlich mit Kürbis, Falltüren und den Tropfsteinspitzen gebaut, die die Zähne des Kürbisgesichts darstellen. Sieht das nicht wirklich gruselig aus? Nummer 5. Dieser Panzer sieht nicht wirklich sehr groß aus, dafür aber umso cooler. Dazu legst du dir Ambosse, Rahmen und Glasscheiben auf den Boden, die Kettenräder darstellen sollen. Jetzt kommen die Falltüren und der Blitzableiter, der als Kanonenrohr verwendet wird. Zum Schluss lassen wir noch ein Boot von oben zwischen die Falltüren fallen, so dass wir auch im Panzer sitzen können. Und tada, ein kleiner Panzer in Minecraft. Übrigens, Leute, wir stehen kurz vor den 40.000 Abonnenten. Wenn ihr also unsere Videos schaut und noch nicht abonniert habt, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Das ist komplett kostenlos für euch und hilft uns mega weiter. Nummer 6. Hier sehen wir eine Melone. Und was ist das? Eine verfaulte Melone? Es sieht ganz so aus, als wäre diese schwarze Melone nicht mehr wirklich essbar. Um diese Pflanzen zu erhalten, verwenden wir Schlamm und Mangrobenwurzeln, die wir zusammen craften. Und tada, wir haben einen Block, der so aussieht wie eine verfaulte Melone. Nummer 7. Mit Ziegelsteinmauern können wir unsere Gebäudefassaden noch spezieller gestalten. Denn wenn wir einige Blöcke in der Wand mit den Mauern ersetzen, dann sieht es doch so aus, als ob Teile der Fassade zerstört wurden oder der Putz langsam von den Wänden abgefallen ist. Nummer 8. So kann man aus diesem Kolben so einen machen. Wie das funktioniert? Na, ganz einfach. Zuerst entfernen wir den Kopf des Kolbens mit einem Debug-Stick, bauen den Zaun nach oben und setzen hier mit diesem Befehl den Kopf des Kolbens auf den Zaun. Und fertig. Jetzt haben wir diesen riesigen Kolben. Aber wozu der gut ist, weiß ich jetzt auch nicht. Nummer 9. Mit Minecraft-Spielerköpfen, die wir im Spiel mit Befehlen erhalten, können unsere Konstruktionen viel besser gestaltet werden. Oder wie in unserem Fall können wir einen Mars-Rover mit Rädern und einer Kamera bauen. Baue das Fahrzeug genau so, dass die Reifen mit dem Hebel verbunden sind, sodass am Ende die Illusion entsteht, dass die Reifenknöpfe die Reifen des Mars-Rovers sind und die Kamera, die die Mars-Bilder aufnehmen soll, nach vorne gerichtet ist. Und schon sind wir fertig. Nummer 10. Mit ein paar Bannern können wir diese Gespenster in Minecraft bauen. Einfach die weißen Banner an den Seiten des Glases anbringen und im Webstuhl ein Muster erstellen, das wie das gruselige Gesicht eines Geistes aussieht. Tatsächlich können wir mit schwarzer und weißer Farbe ein solches Bannermotiv erstellen, das wir entweder auf das Glas oder auf einen leuchtenden Block setzen können. Und schon haben wir Geister in Minecraft, die unser Dorf bei Nacht noch gruseliger aussehen lassen. Nummer 11. Mit unsichtbaren leuchtenden Rahmen und Nether-Sternen können wir einen echten Sternenhimmel in unseren Häusern bauen. Einfach die Rahmen und die Nether-Sterne platzieren und schon haben wir eine wirklich beeindruckende Sterndecke, auf die unsere Freunde neidisch sein werden. Nummer 12. Wird hier gerade etwas geladen? Zumindest sieht es so aus. Denn dieses Horn, das sich in einem unsichtbaren Rahmen befindet, dreht sich ständig im Kreis. Wie das funktioniert? Mit dieser Reihe von Befehlsblöcken. Nutzt diesen Befehl, mit dem wir das Horn immer weiter drehen können. Hier brauchen wir mehrere, denn jeder Befehlsblock lässt das Horn nur ein kleines Stück rotieren. Und so ist es möglich, dieses ladebildschirmähnliche Horn in Minecraft zu bekommen. Nummer 13. Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir hier etwas auf dem Holzstamm. Denn wenn wir einen Knopf in den unsichtbaren Rahmen setzen, wird dieser nicht in voller Größe in den Rahmen gesetzt, sondern viel kleiner. So können wir kleine Kerzen
Schäfer auf den Stamm legen. Das gleiche können wir zum Beispiel mit diesem Kuchen machen, der hier von mehreren Käfern gefressen wird. Mit leuchtenden Rahmen kann man noch mehr machen, denn wenn wir die Knöpfe darin platzieren, sehen sie in der Nacht wie Glühwürmchen aus. Nummer 14. Lagerfeuer sind gut für unsere Schornsteine geeignet, damit sie realistischer aussehen. Allerdings ist der Rauch dabei oft nicht groß genug, also können wir auch Spinnennetze verwenden. Aber eine noch bessere Methode sind die abgestorbenen Korallen, die wir so platzieren können, dass sie wie Rauchwolken aussehen. Das sieht doch schon viel besser aus als die Spinnenweben oder der Rauch des Lagerfeuers, oder? Nummer 15. Wie wäre es mit einem Propellerflugzeug? Mit Mangrovenholz, einigen Falltüren und Schleifsteinen, die die Flugzeugräder darstellen, können wir ein wirklich gut aussehendes Propellerflugzeug bauen. Jetzt setzen wir uns in die Lore und können auch schon losfliegen oder in der Luft stehen fliegen. Naja, auch wenn er nicht fliegen kann, sieht der Flieger doch echt erstaunlich gut aus, oder? Nummer 16. Kronleuchter sehen in unseren Welten wirklich gut aus, aber sie sind auch unverschämt teuer. Denn ich meine, wer kann sich heutzutage noch so viel Eisen leisten? Die Lösung? Leuchtbeeren. Mit ihnen können wir in Minecraft preiswerte Kronleuchter bauen. Dafür setzen wir diese Pflanze einfach an die Falltüren und schneiden sie ab, damit sie nicht weiter nach unten wachsen kann. Und bam! Ein Kronleuchter in der Sparversion. Nummer 17. In Minecraft gibt es Glasflaschen, aber leider nicht solche, die wirklich realistisch aussehen. Mit Rüstungsständern geht es doch. Wenn wir nämlich diesen Befehl verwenden, wird ein unsichtbarer Rüstungsständer platziert, der ein Teleskop vertikal so platziert, dass diese echt aussehenden Trinkflaschen aus Teleskopen entstehen. Wir können sie dann an allen möglichen Stellen und sogar Treppen positionieren. Nummer 18. Anstatt unser Truhensystem mit Rahmen und Blöcken zu beschriften, können wir auch Symbole verwenden, um die Motive auf den Schildern zu gestalten. Es dauert zwar ein wenig länger, alle Symbole zu finden, um ein gutes Motiv zu haben, aber die Schilder sehen doch wirklich gut aus und bieten gleichzeitig mehr Abwechslung zu den Schildern, die wir normalerweise verwenden. Nummer 19. Es gibt eine Methode, mit der wir unseren Kaminofen noch heißer machen können. Oder besser gesagt, wie wir ihn so aussehen lassen können. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Magmablöcke so hinter dem Feuer zu platzieren, dass es so aussieht, als wäre hinter der Flamme im Kamin noch heiße Glut zu sehen. Nummer 20. Wir können den Wither bauen, ohne ihn tatsächlich zu erschaffen. Und zwar, indem wir ihn mit den Blöcken in den Berg bauen. Das geht ganz einfach mit Netherziegeln als Hintergrund und Steintreppen und Stufen. Und fertig. Jetzt haben wir einen Wither im Berg, der glücklicherweise nicht annähernd so gefährlich ist wie der echte. Nummer 21. Anstatt Lebensmittel in Rahmen zu legen, sollten wir eine solche Vorrichtung bauen, an der wir unser Essen aufhängen können, was wir mit unsichtbaren Rahmen leicht tun können. So können wir unsere gefangenen Fische aufhängen, was doch viel besser aussieht, als sie einfach in ein Fass zu legen. Nummer 22. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich manche Blöcke, die eigentlich nicht zusammenpassen, doch sehr gut kombinieren lassen? Wie zum Beispiel der Zielblock, der auch diese Streifen hat wie die Quarzsäulen. Ich weiß nicht, wie wir das in unsere Gebäude integrieren können, aber hey, wusstet ihr überhaupt, dass diese beiden Blöcke etwas gemeinsam haben? Nummer 23. Wir verwenden Hebel eigentlich nicht für unsere Bauwerke, sondern nur für Redstone-Mechanismen. Sie haben aber auch eine andere mögliche Anwendung. Man kann sie nämlich auch verwenden, um alle möglichen Dinge miteinander zu verbinden und so völlig neue Dinge in Minecraft zu bauen. Wie zum Beispiel diese Amethystlampe. Mit einem Debug-Stick können wir den Hebel so drehen, dass er sich perfekt mit dem Amethysten verbindet. Die Hebel können also wirklich praktisch sein. Nummer 24. Der Schleifstein hat auch noch andere Verwendungszwecke. Wenn wir ihn nämlich auf den Boden legen und wir wieder einen Spielerkopf ins Spiel bringen, der wie der Kopf einer Eule aussieht, können wir in Minecraft echte Eulen bekommen. Diese Tiere können wir dann als besondere Dekoration für unsere Häuser verwenden. Nummer 25. Mit einem Debug-Stick können wir Blätter am Bambus wachsen lassen. Und da Bambus immer sehr hoch wachsen kann, können wir das Wachstum mit Ketten stoppen. Das sind doch jetzt komplett neue Pflanzen, die wir sonst nicht im Spiel haben, oder? Nummer 26. Normalerweise kochen wir unser Essen im Ofen. Aber hast du es schon mal in einem kochenden Kessel probiert? Baut dazu diese Vorrichtung, stellt den Kessel über das Lagerfeuer und schiebt die Zauntore in die Rüstungsständer, die als Halterung für den Kessel dienen. Der Kessel ist so nicht nur zu dekorativen Zwecken nützlich, sondern mit dem Lagerfeuer auch wirklich funktional. Nummer 27. Das hier sind wirklich die seltensten Blöcke in Minecraft. Warum? Nun, weil wir nicht mit ihnen bauen können. Mit dieser Statue kann man etwas Einzigartiges in Minecraft bauen. Wir können die Sonne und den Mond nämlich in unsere Bauwerke integrieren. Die Statue hält nur etwas in der Hand, wenn die Sonne oder der Mond aufgeht.